Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie. Ich bin wieder auf eine interessante Frage gestoßen. Da war einer der Kommentatoren unter diesen Videos hin und her gerissen, wann er denn nun kaufen soll. Die Frage nach dem richtigen Einstiegszeitpunkt treibt die Leute aus meiner Sicht viel zu stark um. Ich habe hier schon etliche Tipps gegeben, was man alles machen kann, von der 52-Wochen-Spanne an, angefangen über eine bestimmte Dividendenrendite. Wenn die erreicht wird, kann man kaufen. Oder wenn ein bestimmtes Kursgewinnverhältnis unterschritten wird, kann man kaufen. Oder wenn bestimmte Kerzenformationen im Chart auftreten, kann man kaufen. All diese Dinge will ich heute gar nicht in Frage stellen. Aber ich will eine viel einfachere Antwort geben. Jeden Tag kann man etwas kaufen. Der Investor im klassischen Sinne ist nämlich kein Market Timer. Für ihn zählt es, im Markt zu sein. Und wir kaufen ja nicht einen Index, sondern wir kaufen eine Einzelaktie. Und es gibt jeden Tag irgendwo etwas im Sonderangebot. Man muss es nur finden. Das ist sicherlich ein Problem, aber im Augenblick wird es gerade einfacher, Schnäppchen zu finden. Die zweite Frage ist, wie viel soll ich dann kaufen? Nun, ich sag mir jeden Monat einen kleinen, einen unbedeutenden Betrag. Dann tut es nämlich nicht so weh, wenn man mal einen Fehler macht und man hat immer noch genügend Pulver in der Hinterhand, um eventuelle Fehler zu korrigieren oder auch aus Investments wieder auszusteigen, wenn sie sich denn als totaler Fehler erweisen sollten. Charlie Munger hat mal den schönen Satz gesagt, auch wir haben unsere Fehler gemacht, aber als wir wenig Geld hatten, das hat uns sehr geholfen. Wenn man den größten Unsinn vermeidet, dann ist man ganz weit vorne dabei. Auch das sagt Charlie Munger sinngemäß. Und in diesem Sinne sollte man aus meiner Sicht einfach jeden Monat eine kleine Summe im Markt unterbringen. Was ich aber gelegentlich tue, und das passiert nicht häufig, ich variiere das Tempo und die Positionsgröße. Meistens bin ich mit einem festen Betrag dabei, der ein bisschen kleiner ist als das, was im Augenblick so an Dividenden pro Monat reinkommt. Das ist so meine feste Investitionssumme. Aber es gibt Zeiten im Markt, da muss man einfach mit dem Waschzuber losgehen und einkaufen, so wie es Warren Buffett machen würde, wie er es im September, im Oktober 2008 gemacht hat, als er innerhalb von 4 Wochen über 15 Milliarden Dollar im amerikanischen Markt unmittelbar nach der Lehman-Krise untergebracht hat. Also, ich nehme beispielsweise eine ganz einfache Equity-Kurve und habe hier mal ein Bild mitgebracht. In diesem Bild sieht man einen 90-Tage gleitenden Durchschnitt auf meiner Equity-Kurve und für mich ist eine Zeit, wo ich das Tempo des Investierens hochfahre, immer dann, wenn sich meine aktuelle Equity-Kurve unterhalb des 90-Tage gleitenden Durchschnitts befindet, wenn wir also im Augenblick weniger Geld auf dem Konto haben als im Durchschnitt des letzten Handelsquartals. Dann gebe ich Gas, dann schaue ich mich verstärkt nach Chancen um und dann deutet das nämlich auch darauf hin, dass Aktien gerade besonders vielfältig, besonders günstig zu haben sind. Ich hoffe, das hilft wieder ein bisschen weiter bei der Idee. Man sollte also nicht darauf so viel Energie verwenden, wann man einsteigt, sondern viel mehr Energie darauf verwenden, dass man nicht am falschen Zeitpunkt einsteigt, dass man die richtige Aktie kauft und dass man sie zu einem Preis kauft, der einem für die nächsten 30 Jahre nicht leid tun wird. In diesem Sinne, passen wir darauf auf unser liebes Geld. Tschüss, euer Nils Gajowi.